Wenn ich früher an umfangreicheren Projekten gearbeitet habe, die viele Spuren beinhalten, habe ich Folgendes gemacht. Ich besitze zwei Bildschirme, bin hier auf das Menü gegangen, habe die Leinwand gelöst, habe die auf den anderen Bildschirm geschoben und dort in den Vollbildmodus und habe dann gearbeitet. Seit Camtasia 2020 gibt es eine viel bessere Variante. Drücken Sie einfach das Tastenkürzel STRG 3 und dieses Tastenkürzel dockt die Timeline ab. Manchmal gibt es dann so eine kleine Fehlermeldung, dass das Programm abgestürzt ist. Das stimmt aber nicht. Man muss nur einen Augenblick warten. Und dann ist die Timeline hier als freischwebendes Fenster. Ich kann die in den Vollbildmodus machen, den Rest von Camtasia auf den anderen Bildschirm schieben und kann wunderbar auch in sehr komplexen Projekten, dies hier ist ein Projekt für TextMiss, arbeiten und sehe fast immer alle meine Spuren.